Wir haben noch nicht Silvester, aber ich habe ein Feuerwerk für dich. Schnall dich an. Vor über 20 Jahren hatte die Mutter von der Sina, die Ina Stolte, eine Affäre. Und jetzt darfst du dreimal raten, mit wem. Mit dem Neubart. Erzähl doch keinen Quatsch. Ist kein Witz, der hat die gerade wiedererkannt. Die hat eine Affäre. Oder habe ich natürlich darüber nachgedacht, vor über 20 Jahren. Das muss ich vom Zeitraum ungefähr decken. Mit dem Alter von der Sina. Dass er der mögliche Vater ist. Der ist jetzt beim, also doch, oder was? Der ist jetzt beim DNA-Test, ne, macht Vaterschaftstest. Auf jeden Fall, dann haben wir auch jemanden, der ein Motiv hat. Sollte Jeremias tatsächlich Sinas Vater sein, würde hier ganz klar ein Fall von Inzest vorliegen. Gleichzeitig steigt das Risiko enorm, dass ein gemeinsames Kind mit schwersten Behinderungen zur Welt kommt. Wir befinden uns jetzt in der WG, die Sina und ihre Freundin Amy bewohnen. Wir sind hier, um DNA-fähiges Material von Sina kriminaltechnisch sicherzustellen. Damit wollen wir einen Abgleich herbekommen, ob tatsächlich Jeremias Neubert ihr Vater ist oder eben nicht. Was entscheidend ist, ist, dass wir an den Blutanhaftungen vom Hund bzw. vom Zeugen keine Übereinstimmung der Blutgruppe zu Sina finden konnten, was bedeutet, dass es nicht ihr Blut ist. Können Sie mir was über das Verhältnis von Sina zu ihrer Mutter oder zu ihrem Vater erzählen? Also über den Vater weiß ich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts und Sina selber auch nicht. Also ich glaube, die weiß noch nicht mal, wie ihr Vater heißt. Die weiß nur, dass ihre Mutter eine Romanze mit einem Typ hatte und der hat sie dann sitzen lassen, als sie schwanger war. Aha. Und ansonsten spielt der Vater kein Thema im Leben von Sina und ihrer Mutter. Also, die weiß nichts darüber. Und Sina sagt immer, sie hat einen Daddy-Leg, also ein Loch im Herz, wo irgendwie die Liebe von ihrem Vater sein sollte. Da sagt sie immer, da fehlt ja was. Aber ich glaube, sie hat das so hingenommen und akzeptiert, dass Ines da nicht drüber sprechen möchte. Ja. Ich glaube, hier habe ich was ziemlich Interessantes gefunden. Was hast du gefunden? Klingt wie ein Erpresserbrief. Trenn dich von deinem Freund, er gehört nicht zu dir, sonst wirst du dafür bezahlen. Mit einer Geburtsurkunde. Mhm. Trenn dich von deinem Freund, der gehört nicht zu dir. Können Sie? Haben Sie darüber Kenntnis? Nee, das habe ich noch nie gesehen. Da hat Sina mir auch überhaupt nichts von erzählt. Aber ich weiß, dass sie von ihrer Mutter ja die Geburtsurkunde haben wollte. Und die Mutter wollte ihr die nicht geben, weil sie erst den Freund kennenlernen wollte. Und Sina wollte den aber nicht vorstellen, weil der so viel älter ist und Angst hatte, dass die Ines da Theater macht und sie gerade aber so glücklich ist. Vielleicht hat sie eine neue gemacht oder die Mutter hat sie ihr doch gegeben, aber das, keine Ahnung. Ja gut, aber irgendjemand scheint ja was dagegen zu haben und erpresst ihre Freundin ja sogar. Hat sie da nie was von erzählt? Das hat sie mir nicht erzählt. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich wüsste auch nicht, wer sowas schreiben sollte. Von deinem Freund. Warte eine Sekunde. Er gehört nicht zu dir. Kann es denn sein, dass das die Frau von dem Neubert ist oder die Ex-Frau vom Neubert ist? Die Frau vom Neubert, die nicht will, dass er sie verlässt. Ja. Der ist doch noch in der Scheidung drin. Ja, der ist ja in der Scheidung. Genau. Der ist ja noch nicht geschieden. Deswegen Ex-Frau war vielleicht falsch. Okay. Denkbar. Also ich könnte mir... Ich kenne keinen, der irgendwas gegen Sina hätte. Ich könnte mir nicht vorstellen, wer sowas schreibt und wer davon weiß. Ja, das ist schon sehr konkret, ne? Ja. Sie wollte es auf jeden Fall für sich behalten. Sie wollte es, ne? Weil der war jetzt hier eingetütet und der war gut versteckt. Ja, also normalerweise, also Sina und ich, wir kennen uns so lange. Sie erzählt mir alles. Nicht, dass er der Vater ist. Ich weiß nicht, wer geschrieben hat, aber... So könnte es allerdings sein, dass sie halt ihrer neuen Liebschaft keinen Ärger machen will und ihn auch damit gar nicht belasten wollte, was seine Frau... Die Beamten wissen, dass Anke Neubert immer noch um ihren Mann kämpft. Aber hat die Bankkauffrau auch tatsächlich den Drohbrief an Sina geschickt und die schwangere 23-Jährige entführt? Ein Schriftabgleich könnte Gewissheit bringen. Trenn dich von deinem Freund... Gut, das können wir jetzt schon abbrechen. Wofür brauchen Sie das überhaupt? Das ist eine schriftvergleichende Beweiserhebung. Wir wollen wissen, ob Sie dieselbe Handschrift haben. Haben Sie das hier in Auftrag gegeben? Haben Sie das schreiben lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Kaum entlässt Paul Richter die gehörnte Ehefrau mangels Beweise, erreicht ihn ein wichtiger Anruf. Es gibt eine neue Spur und der Entführungsfall Sina Stolte nimmt eine unerwartete Wende. Katju hat mich gerade angerufen. Die haben auf der Chloroformflasche an sich erstmal nichts festgestellt. Keine Fingerabdrücke, der Täter muss Handschuhe getragen haben. Aber der muss die Stelle übersehen haben. Oben an der Flasche ist ein Teilabdruck zu finden. Und zuzuweisen auf einen Dr.
Thalenbach. Und hier ist er. Der ist aber schon bekannt, ne? Der ist bekannt wegen Strafe. Verstoß BTMG, Verstoß BTMG, Verstoß BTMG und nochmal Verstoß BTMG. Gynäkologe steht hier. Gynäkologe? Ja. Chloroform, Zugang. Ein Gynäkologe und eine schwangere Frau. Lass uns los. Jetzt nicht. Wir fahren jetzt sofort zu dem Kahlenbach. Die Sina Stolte und die Embryo sind in höchster Gefahr, deshalb haben wir jetzt keine Zeit. Gynäkologe Dr. Dirk Kahlenbach wurde wegen seiner Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits die Approbation entzogen. Die Beamten sind deshalb zur Privatadresse des verdächtigen Arztes gefahren. Auf dem Weg dorthin hat sich auch das Labor mit dem Ergebnis des Vaterschaftstests gemeldet. Kriegst du es auf? Wenn wir Glück haben, ja. Kriegst du hin? Die Polizei! Handtuch weg, ich will die Hände sehen. Handtuch weg, ich will die Hände sehen. Ich hab ihn. Wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen? Im Keller. Beten Sie, dass dem Mädchen gut geht. Sonst ziehe ich Ihnen Ihren Kittel einmal durch Ihre vier Buchstaben. Die Polizisten haben einen schrecklichen Verdacht, was der Gynäkologe mit der schwangeren Sina vorhat und hoffen, dass sie noch nicht zu spät sind. Paul Richter entdeckt bei dem Arzt eine Hundebisswunde. Damit ist klar, der Kahlenbach hat die 23-Jährige entführt. Fragt sich nur, wer den skrupellosen ehemaligen Arzt damit beauftragt hat. Frau Stolte, was machen Sie denn hier? Das ist aber mehr als nur ein besorgniserregender Zufall, oder? Mein Gott! Hallo? Hallo? Was ist, Sie sagen nichts? Arnold für den 1533, schickt an unseren Einsatzort ganz dringend eine RTW. Wir haben die Sina Stolte. Was haben Sie hier gemacht? Ich wusste, dass du siehst mit ihrem Vater zusammen und ist schwanger von ihrem eigenen Vater. Was sollte ich denn sonst tun? Wie geht's Ihnen? Ich wusste das so machen. Atmung ist da, RTW rollt. Oh mein Gott. Sie ist schwanger von ihrem eigenen Vater. Was sollte ich denn sonst tun? Ja, kann das sein, dass Sie vor 23 Jahren vielleicht schon mit ein paar anderen Männern zusammen waren? Bestimmt, ich war jung. Also, ja, ja, ich auch mal. Auf jeden Fall ist Jeremias Neubert nicht der Vater von Ihrer Tochter. Nicht? Nicht. Oh mein Gott. Sie fahren jetzt gleich mit uns auf die Wache und können sich dazu Sache noch mal äußern. Ihre Tochter fährt ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, was Sie hier denken, dass Sie irgendjemanden entführen und eine Zwangsabtreibung durchführen lassen. Wo sind wir denn hier? Frau Stolte, ist alles gut. Mein Baby, ist alles okay? Es sieht so aus, als ob alles gut ist. Ich bin jetzt kein Arzt, wie Sie sehen, aber geht es Ihnen soweit einigermaßen gut? Ja. Ich denke mal, Sie waren... Aber mein Baby. So wie ich das sehe, müsste es auch Ihrem Baby gut gehen, weil hier noch nichts passiert ist. Mhm. Da kann von einer selbstbestimmten Geburt keine Rede mehr sein. Das ist in Deutschland strafrechtlich von Relevanz. Wir hoffen, dass es der Sina und dem Kind gut geht. Wir haben gerade die Nachricht vom Arzt bekommen, dass erstmal alle beide wohlauf sind. Sie ist im Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Und dass am Ende sich doch noch Vater und das Neugeborene und die Mutter zusammentun können und ein vernünftiges Leben miteinander führen können, egal was hier vorher vorgefallen ist. Ines Stolte wollte ihre Tochter nur schützen. Dennoch müssen sie und Dr. Kahlenbach sich vor Gericht verantworten. Sina bringt ein gesundes Mädchen zur Welt und heiratet ihren Freund Jeremias.